Sag mal, was ist denn hier eigentlich los? Guckst du dich um im Kino? Könntest meinen, du bist im Kinosaal, wo gleich Birds of Prey läuft. Ha, dabei guckst du Sonic. Kurios. Mal sehen, ob der was kann oder nicht. Sonic Boom! Internet, hier ist wieder Bacon Zack für euch und willkommen zu meiner Review von Sonic the Hedgehog. Super Sonic. Ich rede jetzt erstmal spoilerfrei über den Film, das heißt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, könnt ihr diese Review bis zu einem bestimmten Punkt gucken, dann gehe ich in den Spoilerbereich, ich weise euch aber auch nochmal gesondert darauf hin. Und bevor mich das jetzt irgendwer in den Kommentaren fragt, nein, ich mache keine Review zu Birds of Prey. Tu mir nicht Suicide Squad 2 an, Alter. Sonic hat mich in meiner Kindheit echt viel begleitet. Es waren nicht nur die diversen Videospiele, die es von dem blauen Igel gab. Es gab auch zahlreiche andere Dinge, wie diverse TV-Serien, Merchandise und so weiter und so fort. Obwohl ich selber kein eigenes Sega hatte und Sonic nur bei Freunden spielen konnte, war ich trotzdem absoluter Sonic-Fan. Eben durch diese gesamten Fernsehserien und so weiter, die es so gab. Das Marketing ist bei mir völlig aufgegangen. Das hat echt gut funktioniert als Kind. Das Problem ist nur, dass es halt seit vielen, vielen Jahren kein wirklich gutes Sonic-Spiel mehr gab. Und deswegen habe ich persönlich zumindest halt Sonic immer mehr aus den Augen verloren und hab den nicht mehr wirklich weiter verfolgt. Die Dinger sind halt seit geraumer Zeit schlecht bis Mittelmaß und wie passend, dass der Realfilm genau in diese Kerbe schlägt. Es geht um Sonic, den blauen Igel, dem schnellsten Ding, das lebt. Er wird auf die Erde teleportiert und versteckt sich dort, nachdem sein Zuhause überfallen wird. Er lebt dann einige Jahre versteckt auf der Erde und durch einen elektrischen Furz, den er aus Versehen absondert, wird er von der Regierung gejagt. Das findet er gar nicht cool und muss schnell von der Erde verschwinden. Weil der Plot es so will, geht seine Möglichkeit der Teleportation aber in San Francisco verloren und er muss, weil der Plot es so will, mit Cyclops von den X-Men einen Roadtrip nach San Francisco im Auto machen. Ich kenne den Typen halt nur aus X-Men. Hat der danach nochmal in irgendeinem relevanten Film mitgespielt? Ich glaube nicht, oder? Ach ja, und da es in den ersten 3 Minuten des Films passiert, ist es kein Spoiler. Seine Eulen-Adoptivmutter bleibt dabei zurück und wird getötet oder ist verschollen oder whatever. Wer zum Teufel ist diese Eule? Sonic hat echt einen bunten Katalog an Charakteren, aber das Ding kenne ich nicht. Ist wohl bloß eine Hashtag-Scheißeule, die man kennt. Hashtag-Scheißeule, die man nur für den Film erfunden hat. Genau an diesen Stellen hatte ich so das Gefühl, dass sie anstelle davon, dass sie das, was Sonic ausmacht, das, was Sonic ist, das Franchise Sonic, anstelle davon, dass sie es zelebrieren und es in den Vordergrund rücken, dass sie sich, soweit es geht, davon eigentlich nur entfernen wollen und dabei was ganz, ganz Eigenes vorhaben zu machen. Und das sieht man auch, wenn man sich bedenkt oder anschaut, wie ursprünglich das Design von Sonic in diesem Film aussehen sollte. Nämlich so. Und wenn ihr euch das anguckt, dann, ja, wenn ihr nicht eine sehr seltsame Geschmacksverirrung habt, findet ihr wahrscheinlich auch, dass das absolutes Nightmare-Fuel ist. Der sah vorher halt aus wie so ein richtiges 0815 Comic-Tierchen von so einer nachgemachten No-Name-Cornflakes-Packung, Alter. So schlechter geht's gar nicht. Und das ist ein Ding, das rechne ich dem Film und dem gesamten Produktionsteam echt hoch an. Die haben nämlich auf Grundlage von den Reaktionen, die es auf den ersten Trailer dann im Internet gab, beschlossen, okay, scheiße, Mann, wir müssen den Igel umdesignen. Wir müssen wirklich stärker an das Design von dem, Sonic the Hedgehog, wie man ihn aus den Videospielen und TV-Serien und so weiter kennt, da müssen wir näher ran. Er muss comiclastiger aussehen. Er darf nicht aussehen wie so ein seltsames
überrealistisches Dingens. Und das wird nochmal echt viel Kohle gekostet haben. Und die haben auch den Release für den Film halt deswegen nochmal nach hinten verschoben. Und das finde ich echt gut. Das rechne ich denen wirklich hoch an. Denn normalerweise geben Studios einen Fick auf die Meinung von Fans, wenn der Film schon so weit vorangeschritten ist und es eine Reaktion darauf gibt, die nicht positiv ist. Das machen die normalerweise nie. Und ich finde es echt gut, dass die hier auf die Leute einfach mal gehört haben. Zumindest was das betrifft. Aber seien wir mal ehrlich, selbst wenn die da durchgezogen hätten mit dem alten Design, das wäre nicht das Seltsamste gewesen, was Sonic je zustande gebracht hat. Oder wie steht ihr zu Comic-Igeln, die romantische Beziehungen zu jugendlichen Mädchen eingehen? Nice smile. It's so beautiful. I've never seen so many flowers before. Once you defeat Eggman, you'll leave, won't you? Sonic. Come back to me, to us. Und trotzdem muss ich leider sagen, ich habe das Gefühl, die haben bei diesem Film alles, was Sonic cool macht, was Sonic spaßig macht, was Sonic interessant macht, genommen und mit diesem Film aus dem Fenster geworfen. Das geht alleine schon damit los, wenn man sich Dr. Robotnik anguckt oder wie er in Japan heißt, Dr. Eggman. Das hier ist Robotnik im Film. Und das hier ist Robotnik in den Videospielen. Und das hier ist Robotnik in den neueren Videospielen. Ja. Sieht halt null aus wie dieser Dude. Und ich mag Jim Carrey. Ich finde, das ist ein cooler Schauspieler, der sehr übertrieben lustige Dinge machen kann. Und das tut er hier auch in dem Film. Also Jim Carrey ist ja absolut Jim Carrey. Der ist für mich an der Stelle aber nur leider total fehlbesetzt. Weil du hast hier nicht den bösen Wissenschaftler, du hast hier Ace Ventura. In Böse. Und ich finde, das passt nicht. Und das Schlimme daran ist, Jim Carrey kann ja auch ernste Rollen spielen. Der ist ja nicht nur der Pausenclown von Hollywood. Der kann das ja auch anders. Guckt euch zum Beispiel mal die Truman Show an. Der Typ hat echt was auf dem Kasten. Aber in dem Film bringt der halt absolut nichts davon, was gut wäre. Und dasselbe gilt leider auch für Sonic. Denn Sonic ist für mich hier nicht Sonic. Der ist ein anhängliches Kleinkind. Aber nicht Sonic der blaue Igel. Denn Sonic der blaue Igel ist willensstark, der ist leicht arrogant, der ist clever, der ist mehr oder weniger auf dem gedanklichen Niveau eines Erwachsenen. Nicht dieser Sonic. Dieser Sonic ist halt echt 10 Jahre alt, wahrscheinlich genauso wie die Zielgruppe dieses Films auch ist. Und übrigens, wo wir bei Sonic sind, es gab eine leichte, kleine, zumindest in meiner Internetblase, Kontroverse über den Synchronsprecher von Sonic. Denn hier hat man sich wieder dazu entschieden, nicht einen professionellen Synchronsprecher zu nehmen, sondern lieber eine Art Promi, um einfach mit dem Namen des Promis mit den Film bewerben zu können. In diesem Fall halt Julian Bam. Ein Mensch, der nicht in der Lage ist, seine Steuer richtig zu machen. Kennt ihr vielleicht von YouTube, habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Habe ich den höchsten Steuersatz abzugeben, der bei 45% liegt. Das heißt, von 21.200 Euro gebe ich 9.540 Euro ab. An den Staat. Hä? Er hat den höchsten Steuersatz, 45%. Aber was gerade komisch ist, er hat seine Einnahmen genommen und dann sofort darauf Steuern berechnet. Er muss eigentlich noch seine Betriebsausgaben auch einkalkulieren und dann hat er seine Einkünfte und dann
kann man vielleicht Steuern berechnen, aber vielleicht hat er keine Betriebsausgaben, was ich mir nicht vorstellen kann. Und ich muss aber ehrlich sagen, das hat er gut gemacht. Also normalerweise, wenn Leute, die nicht professionelle Synchronsprecher sind, Filme oder Rollen synchronisieren sollen, ist das meistens echte Hühnerkacke. Aber ich muss sagen, der hat das gut gemacht. Der hat seinen Job echt ordentlich gemacht. Klar, man hätte da bestimmt auch noch ein bisschen mehr rausholen können, aber ich kann mich an keinen Moment erinnern, wo mir die deutsche Synchro von ihm irgendwie, wo sie mich gestört hätte oder wo sie mir schlecht aufgefallen wäre. Ich finde, er hat da echt einen guten Job gemacht und das möchte ich mal positiv hervorheben. Was aber, finde ich, echt uncool war, das war die Musik. Sonic ist tatsächlich, egal wie durchwachsen die Spiele denn heutzutage sind, so ein Franchise, wo du weißt, komme was da wolle, die Musik sitzt. Sonic, jedes Sonic-Spiel eigentlich hat immer einen richtig geilen Soundtrack. Das ist echt wahr. Ich meine, hört euch mal das hier zum Beispiel an. Oder wie wär's hiermit? Das hier ist auch nicht schlecht. Und es wird niemals ein besseres Sonic-Lied für mich geben als das hier. Und die haben diese Sammlung an cooler Musikstücke, die sie, glaube ich, rein rechtlich auch hätten benutzen können, wenn sie denn wirklich gewollt hätten für den Film. Und sie machen das nicht, was ich nicht verstehen kann, weil diese Musik ist auch wirklich ein treibender Punkt, um die Stimmung von Sonic einzufangen für mich und bestimmt auch für viele andere Spieler, die die Sonic-Spiele kennen. Und stattdessen bekommen wir einen richtig, richtig schlechten, zusammengeschnittenen Edit von Queen's Don't Stop Me Now. Und ey, Leute, ganz ehrlich, ne? Warum? Weil die Zielgruppe des Films und dessen Eltern eher Queen kennen. So, der Film, der ist für mich so richtig schöne, weichgespülte Scheiße. Man hat da nicht versucht, die Eigenheiten von Sonic zu nehmen, herauszuarbeiten und für ein Massenpublikum zugänglich zu machen. Nö, die haben, glaube ich, da einfach nur so auf Grundlage von irgendwelchen Umfragewerten oder Marketing, bla bla, so die 0815 Trends der letzten 2 Jahre genommen und die in diesem Film reingestopft und abgeklappert. Wisst ihr, da sind so Sachen drin wie Sonic zitiert auf einmal Spider-Man, so von wegen, mit großer Kraft kommen große Bösewichte oder irgendwie sowas in der Art. Und es werden irgendwie so die Man in Black referenziert, es wird kurz Fast and the Furious quasi angesprochen. Das ist mega weird, weil das sind einfach nur so andere Sachen, die irgendwie, ja, in dem Gedächtnis der Leute heutzutage sind, popkulturell irgendwie einen kleinen Einfluss haben, die aber wirklich absolut gar nichts, so gar nichts mit Sonic oder Videospielen zu tun haben. Wieso denke, das passt einfach voll nicht zusammen, Alter. Das ist richtig, ja, das trendet gerade und das trendet gerade und das trendet gerade. Komm, dann packen wir einfach mal alles da rein und lassen wir Sonic mal lossabbeln. So, das fühlt sich ganz weird und ganz komisch an für mich. Und dann habt ihr da auch noch so richtig seltsames Product Placement, so. Von irgendwelchen Sachen, die wahrscheinlich außerhalb in den USA kaum einer jemals gehört hat. Da wird so richtig schlecht gesagt, oh, da bist du ja. Was hast du denn gerade gemacht?
Oh, ich habe nur nach einer neuen Wohnung in San Francisco auf Zillow gesucht. Hier die Internetseite kurz im Hintergrund zeigen? Ja, das ist gut. Ich musste googeln, was Zillow ist. Ich dachte, ist das ein Gag, den ich nicht verstanden habe? Nee, das ist einfach nur sowas wie Immobilien-Scout 24 in den USA. Okay. So, dann hast du da irgendwie so Sachen, ja, hier haben sie ein Geschenk von Olive Garden. Sie kriegen einen Coupon. So, was ist Olive Garden, Alter? Das ist sowas wie Tiziano in den USA. Okay. So plumperes und dümmeres Product Placement habe ich echt lang nicht mehr gesehen, ganz ehrlich. Und es gibt genau eine Stelle im Film, da habe ich so gedacht, yo, hieran merkt man, dass die Leute, die diesen Film produziert haben, ihre Zielgruppe nicht verstanden haben. Oder, zumindest aus meiner Sicht, die komplett falsche Zielgruppe versucht haben anzusprechen mit dem Film. Da läuft nämlich Robotnik dann da rum, hat halt ein bisschen anderes Kostüm an und dann sagt einer der Charaktere so, haha, was hast du denn da an? Das ist ein Schluckanzug. Ja, ja, gehst du zur Comic-Con oder was? Der geht zur Comic-Con. Und alle fangen an, ihn auszulachen. Und du denkst dir nur so, wärt ihr Sesselfurzer mal zur Comic-Con gegangen, hättet ihr gewusst, was alles in eurem Film nicht stimmt. Und das ist auch eigentlich nur so die Spitze des Eisbergs, wenn er mich fragt. Ne? Das sind auch so andere Sachen. Die haben auch komplett, finde ich, Sonics Eigenschaft oder Sonics Superkräfte falsch dargestellt. Sonic ist halt schnell. Okay, der kann super schnell laufen. Was Sonic nicht kann, ist Blitz heraufbeschwören und eine magische Batterie sein und wie der Flash irgendwie Sturmgewitter auslösen oder wie Thor und bläh. So, das ist Bullshit, Alter. So, wärt ihr mal zur Comic-Con gegangen, hättet ihr gewusst, dass Sonic nicht der Flash ist, Alter. Ich meine, guckt euch nur mal Gameplay von dem Sonic-Spiel an. Der rennt schnell, macht irgendwelche Loopings, springt schnell von A nach B und ist fix und dabei dreht er sich in der Luft und basht halt auf die Gegner als Ball drauf. So, bam, 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 bam. Sein gesamtes Moveset in Smash Bros. Basiert darauf, im Prinzip. Und in dem Film haben sie so gedacht, so, ja, nee, komm, Blitze sind cooler. Und okay, wenn man das machen will, sollen sie halt. Ich finde, es untermauert nur das, was ich schon die ganze Zeit sage, dass die keine Ahnung hatten, was sie wollten. Oder sie eben genau wussten, was sie wollten. Und das war halt nicht den richtigen Sonic darstellen, sondern was ganz anderes machen. Und der Film versucht wirklich krampfhaft lustig zu sein. Es gibt auch hier und da mal ein, zwei Lacher, musste ich dann auch lachen. Aber alles in allem ist es echt voll von sehr flachen, sehr dümmlichen, schlecht geschriebenen Gags, die halt eine wirklich sehr junge Zielgruppe halt einfach ansprechen wollen, denke ich. Ich glaube, ich war einfach schon zu alt für den Scheiß so. Und ich habe echt einen sehr pubertären, doofen Humor manchmal. Und das war mir aber einfach zu flach und zu dämlich so. So, wisst ihr, wie man das Niveau dieses Films so am besten einordnen kann? Guckt euch mal einen Trailer von Spy Kids an. So, der Spy Kids Film mit Jessica Alba. Könnt ihr nach der Review mal gucken oder pausiert kurz, guckt euch das mal an. So was, so im Prinzip genau das, was ihr da seht an Effekten und an Dialogen und an Gags, genau denselben Bullshit kriegt ihr im Sonic-Film serviert. Und ja, ich finde einfach, ey, Sonic hat was Besseres verdient. Aber nur weil es einige Dinge gibt, die nicht aus den Spielen entlehnt sind, sondern aus der generellen Popkultur und die da eigentlich nicht reingehören, heißt das noch lange nicht, dass es keine eigentlichen Referenzen und Easter Eggs zu den Sonic-Spielen und anderen Sonic-related Stuff trotzdem gibt. Und damit wir endlich darüber sprechen können und in den Spoiler-Bereich gehen können, fasse ich jetzt die Eckpunkte nochmal für euch zusammen und wir kommen zur Bewertung des Films. Der Sonic-Film basiert wirklich nur sehr, sehr lose auf den Videospielen. Man hat die ganze Zeit das Gefühl, dass sie nicht versuchen, sich diesem Thema anzunehmen, sondern dass sie es so weit weg von sich schieben wollen, wie nur irgendwie möglich. Ich bin froh darüber, dass sie das Design von Sonic verändert haben, dass es jetzt wirklich mehr wie der Ur-Sonic aussieht. Und auch die Performance von Julian Bam als Sonic in der deutschen Fassung fand ich nicht schlimm. Die hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Sie ist mir zumindest nicht negativ aufgefallen. Und deswegen danke dafür. Das war nicht furchtbar. Aber fast alles andere fand ich persönlich an dem Film furchtbar. Sonic ist einfach nicht Sonic. Robotnik ist einfach nicht Robotnik. Wir haben eine ziemlich stumpfe, dämliche Story. Die Kräfte von Sonic passen nicht, wie er sich benimmt, das passt nicht. Die Musik,
Sonic hat normalerweise richtig geile Musik. So gut wie nichts davon ist in dem Film. Einfach unglaubliche verpasste Chancen. Und die hatten wohl einfach zum Ziel, wirklich nicht Sonic-Fans, alt gewordene Sonic-Fans anzusprechen, sondern einfach Kinder, die jetzt gerade sehr jung sind. Also, solltet ihr euch Sonic the Hedgehog im Kino ansehen? Vielleicht. Also, ich bin ganz ehrlich, mir persönlich hat er jetzt nicht so gefallen. Mir ist aber auch klar, dass ich anscheinend nicht die Zielgruppe für diesen Film bin. So, den kann man sich mal angucken, wenn man will. Netflix reicht dafür, wenn er mich fragt. So, aber mehr ist da echt nicht drin. So, der Film gefällt euch vielleicht, wenn ihr 11 Jahre alt seid und noch nicht in der Pubertät. Dann findet ihr den Sonic-Film wahrscheinlich richtig super. Aber ansonsten ist da nicht viel. Wenn man das vergleicht mit zum Beispiel Meister Detective Pikachu, eine sehr ähnliche Ausgangslage, ein Franchise, was komplett für Kinder eigentlich gemacht ist, aber die dann den Film machen, der beide Zielgruppen irgendwie bedient, sowohl die Kinder von heute, als auch die großgewachsenen Fans mit vielen Referenzen und anderen Dingen. Und das macht Sonic halt nicht. Da, wo zum Beispiel Meister Detective Pikachu das Pokémon-Franchise zelebriert, distanziert sich der Sonic-Film von seinen eigenen Wurzeln. Und das ist einfach nur schade. Ich meine, es ist nicht das Schlimmste, was Sonic je gemacht hat, aber ich würde euch jetzt nicht zwingend empfehlen, in den Film reinzugehen. Die Sonic-Fanbase ist manchmal schon sehr, sehr merkwürdig. Ich gebe euch einen Tipp. Googelt niemals, und ich meine auch wirklich niemals, Sonic x Shrek. Ihr werdet es bereuen. Aber wisst ihr was? Spoiler! Ja, tut mir leid, das musste jetzt sein. Aber zur Wiedergutmachung gehen wir jetzt in den Spoilerbereich. Wenn deine besten beiden Szenen aus einem zweitklassigen Marvel-Film stammen, beziehungsweise geklaut sind, dann weißt du, dass dein Film ein Problem hat, finde ich. So, man könnte sagen, gut geklaut ist halb gewonnen oder gut kopiert, was auch immer. Nee, also es gibt zwei Szenen ja in dem Film, wo Sonic wirklich schnell unterwegs ist und dann alles in Zeitlupe ist. Und das ist die Idee dahinter, ist 1:1 geklaut von Quicksilver aus den alten Fox Marvel Filmen. Und diese Szenen waren auch in den Fox X-Men Filmen so das Highlight jeweils. Und die haben versucht, das hier so ein bisschen nachzumachen und den Witz davon mitzunehmen. Ich fand's ganz nett, aber ich hätte mir da echt mehr erwartet einfach. So, das war einfach nur ja wirklich Copy und Paste. Andere haben das gemacht und wir übernehmen das jetzt. Und das war einfach uninspiriert und lame. Können wir nochmal drüber reden, warum zum Fick ist Sonic auf einmal Thor? So, ich komme nicht darauf klar, dass er die lebende Batterie ist und Blitze schleudern kann, wenn er schnell unterwegs ist. Das konnte Sonic noch nie. So, das ist neu. So, aber anscheinend haben die so gedacht, Superhelden sind der Shit seit den letzten 10 Jahren. Wir müssen Superhelden-Stuff da reinbringen. Man sieht Sonic auch in seiner Bude sitzen, wie er Flash-Comics liest und ja, kann ich verstehen, das würde ich sogar noch zulassen, so als Self-Aware-Joke. Hey, wir wissen, wir kopieren den Flash hier und Sonic liest auch Flash-Comics. So, und dann macht er später auch diese Tornado-Attacke, also dass er immer wieder ganz schnell im Kreislauf einem Tornado entstehen zu lassen. So tief bin ich in den Sonic-Spielen nicht drin. So, es kann sein, dass es irgendwann mal irgendein Sonic-Spiel gab, wo er das auch mal so gemacht hat. Okay. Aber mir kann keiner erzählen, dass wenn das davon ist, dass das davon inspiriert ist. Nee, Alter, die haben es einfach beim Flash geklaut. So, das ist so das Standardding, was der Flash in der Flash-TV-Serie macht. Das haben die auch einfach übernommen. Wenn das in dem Sonic-Spiel es so vorher mal gab, ist das ein glücklicher Zufall für die. Aber die haben nicht als Ausgangsmaterial die Sonic-Spiele genommen, sondern sich beim Flash orientiert. Und es ist ja nicht so, als ob Sonic nicht coole Kräfte hätte. So, wenn er richtig auftritt, dann sammelt er die Chaos Emeralds und wird einfach zu einem fucking Super Saiyajin. Gott, das klingt so merkwürdig, wenn ich das so sage.
Aber hey, genau so ist es. Aber gut, kommen wir jetzt nochmal zu den eigentlichen Referenzen, die mir so aus Spielen aufgefallen sind. Ganz am Anfang in der Öffnungssequenz sieht man ja den kleinen Baby Sonic da rumlaufen. Und dass seine Insel, diese Welt, die er da hat, das ist halt die Green Hill Zone. Das allererste Level aus dem allerersten Sonic-Spiel. Und die Stadt, in der er sich dann später befindet auf unserem Planeten, die heißt halt Green Hills. Also quasi immer noch inspiriert von der Green Hill Zone, jetzt heißt es Green Hills. Ja, könnt ihr sehen, dass Sonic später seine Ringe wieder einsammeln muss. So was dem Super Mario die Münzen sind, sind dem Sonic seine goldenen Ringe. Und wenn ihr im Spiel von einem Ring getroffen werdet, dann verliert ihr alle eure Ringe, könnt ihr dann nochmal für einen kurzen Moment alle einsammeln und dann könnt ihr weiterlaufen. Wenn ihr getroffen werdet, ohne dass ihr einen Ring bei euch habt, dann seid ihr tot. Es gibt da am Ende diese eine Szene, wo die da auf diesem Wolkenkratzer sind, wo Sonic halt seine Ringe verliert, die liegen da rum und dann sammelt er die auch alle wieder erst kurz ein und läuft dann halt weiter. Ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt auch wieder ein glücklicher Zufall ist von den Schreiberlingen, um Dramatik reinzukriegen, oder ob das beabsichtigt war als eine Referenz auf die Videospiele. Aber es hat mich zumindest doch daran erinnert. Und auch hier bin ich mir nicht sicher, ob die Leute doch die Lore verstanden haben von Sonic oder ob das wieder ein Zufallstreffer ist. Aber Robotnik versucht ja, Sonic als Energiequelle zu nutzen. Er nimmt ja sogar einen Stachel von Sonic, baut den in seine Drohnen oder in sein Flugzeug da ein und benutzt das dann als Energiequelle, um damit rumzufliegen. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum ihr, wenn ihr in Sonic-Spielen die Roboter von Robotnik kaputt macht, da so kleine Hoppelhäschen und knuffige kleine Waldtiere rauskommen? Nein, nicht diese Waldtiere. So diese knuffigen Pelzdinger sind da drin, weil tatsächlich Robotnik diese kleinen Viecher in der Story der Sonic-Spiele als Energiequelle nutzt, um seine Roboter zu befeuern. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich Absicht war oder nicht. Also wenn es Absicht war, dann war das doch schon eine ganz coole Referenz, dass sie das so gemacht haben irgendwie. Wenn nicht, dann ja. Und das eine Ding, wo ich echt lachen musste, das hat mir echt gut gefallen, das war ein Ding aus der Popkultur, was mal tatsächlich zu Sonic gepasst hat. Denn das war Sonic. So, Sonic ist so... Sonic ist ein Meme, was vor einigen Jahren halt Popularität im Internet erlangt hat, weil irgend so ein Typ ein Video aufgenommen hat, wie er mit Absicht halt mega schlecht Sonic in MS Paint malt. Und das Ding ist einfach viral gegangen und seitdem ist das Teil einfach ein verdammtes Meme. Komm, ich bin abgefasst. Und man sieht halt diesen Dorfverrückten da mit der Kettensäge rumlaufen und irgendwie sagt, da ist der blaue Teufel, ich hab ihn gesehen, hier ist eine Zeichnung. Und es ist halt einfach Sonic. So, das fand ich schon cool, dass sie quasi das benutzt haben, dieses Meme, als Phantomzeichnung von dem Dorfirren. Das war eine coole Idee, da musste ich wirklich lachen. So, wir können nochmal auf die Sachen eingehen, die tatsächlich wahrscheinlich so zu den Videospielen gehören. Da gibt es ja auch nochmal so ein paar Sachen und ich wage jetzt einfach mal, die Theorie aufzustellen, dass es einen zweiten Teil von Sonic the Hedgehog Realfilm geben wird. Wenn ihr euch die Post-Credit-Szenen anguckt, sind ja zwei, dann sieht man zum einen, dass am Ende Robotnik so aussieht oder zumindest mehr so aussieht, wie in den Videospielen. Er rasiert sich because of reasons eine Glatze. Sein Bart ist total krass verzwirbelt und auf einmal orange. Und Jim Carrey sieht da wirklich mehr aus wie der Robotnik aus den Spielen. Und es sieht so aus, als würde er auch noch irrer werden einfach. So, und dann habt ihr noch, dass auch because of reasons auf einmal Tails, Miles Tails Frower, der beste Freund von Sonic aus den Spielen und den man auch in diversen Spielen halt selbst spielen kann, erst der auf einmal auftaucht und nach Sonic gesucht hat. Keine Ahnung, wie die das erklären werden, denn Tails wurde halt vorher nicht gezeigt. Tails sah auch gut animiert aus, fand ich in Ordnung, war cool. Ein zentraler Punkt ist, dass Sonic nicht in die Pilzwelt gehen möchte und die Pilzwelt ist tatsächlich auch ein Level aus den Sonic-Spielen. Das ist nämlich die Mushroom Hill Zone. Das ist das allererste Level von, lass mich kurz überlegen, ich glaube, es war Sonic und Knuckles. Das allererste Level von diesem Spiel, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche. Und
man sieht ganz am Anfang diesen Stamm, der da die Hashtag Scheißeule angreift, zusammen mit Sonic. Und wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass das Echidna sind. Und Echidna, das sind halt australische Ameisenigel. Und es gibt einen ganz populären Echidna in der Lore von Sonic, nämlich halt Knuckles, den roten Echidna. Und ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, dass wir im zweiten Teil vom Sonic-Realfilm quasi eine Adaption von dem Videospiel Sonic und Knuckles bekommen, wo dann Tails mit dabei ist, wo Robotnik als tatsächlicher Robotnik auftaucht und ja, Knuckles halt auch am Start ist und sie wahrscheinlich irgendwie versuchen, die Chaos Emeralds zu suchen oder zu beschützen. Wahrscheinlich will Robotnik die als neue Energiequelle haben oder was auch immer. Mark my words, so wird es kommen. So, wo sind eure Gedanken hingekommen? Jetzt interessiert es mich, was ihr zu dem Film sagt. Habt ihr den Sonic-Film schon gesehen? Hat er euch gefallen oder wart ihr da auch ähnlich frustriert wie ich? Schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Ich werde wieder versuchen, alle eure Kommentare zu lesen. Und freue mich über Feedback und natürlich auch über ein Abo. Schaltet gerne die Glocke ein, denn nur so kriegt ihr wirklich mit, wenn ich ein neues Video hochlade. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich habe jetzt zusammen mit Sefitz, Pummi und Vincent ein richtig geiles neues Podcast-Format auf die Beine gestellt. Die Lage der Nerdzion. Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, schaut mal auf Spotify, auf Apple Music, auf Deezer, auf jeder Podcast-App, die es so gibt, müsstet ihr uns eigentlich finden. Und ihr könnt direkt schon die ersten beiden neuen Folgen unseres neuen Podcast-Formats hören. Würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr das macht und ihr uns da folgt und uns auch hier oder auf Twitter, auf dem offiziellen Die Lage der Nerdzion Twitter-Kanal Feedback dalasst. Ja, das wäre echt supi. Das wäre echt supi. Das würde mich motivieren, den Kram hier weiterzumachen. Ja, aber bis dahin sage ich erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und bis dahin, tschöne und hause, bounce.